Und damit willkommen zur nächsten Folge von Slime Ranger. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert gerne den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und jetzt viel Spaß. Das Ding ist, ich habe meine Aufgabe erfüllt, was ich gesagt habe, dass ich mache. Und habe mich schlau gemacht, wo überall denn wundervolle von diesen Gordos rumchillen. Das Problem ist halt einfach, dass die Dinger mir richtig auf die Eier gehen. Aber die müssen jetzt einfach hier sein. Ich habe eigentlich eingestellt, dass Essen häufiger kommt. Aber irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie es soll. Das Ding ist, bis ihr mir Tipps schreiben könnt, ist es leider schon zu spät. Dementsprechend muss es jetzt einfach mal so funktionieren. Also die wichtigen Dinge im Leben. Ich habe rausgefunden, wo viele verschiedene Gordos sind. Und wir werden heute uns als Ziel setzen, all diese Gordos zu suchen, alle möglichen Portale zu öffnen, alle möglichen Sachen zu öffnen und so weiter und so fort. Also unser Ziel wird heute sein, so viele neue Orte wie möglich freizuschalten, so viele Gordos wie möglich zu füttern und zu finden vor allem, weil die sind alle ganz gut versteckt und damit so, sehr viel Fortschritt zu machen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel man in diesem Spiel schaffen muss, um es sozusagen zu beenden. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, ne? Weil ich mir dachte, das wäre fast ein bisschen langweilig, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, es wäre gar nicht so dumm gewesen, es zu machen. Ich werde jetzt auch einfach mal hier nochmal Quaderbeeren anpflanzen. Ding ist, ich brauche 50 Früchte jetzt, um dieses Vieh zu füttern, das wir jetzt als erstes angehen werden. Mit Herzrüben kommen wir da leider nicht weit. Ich habe 8, weil Quaderbeeren zählen doppelt. Also knapp 20, 30 Sachen. Das ist natürlich nichts. Mathe, Mann. So, jetzt sieht es schon mal besser aus. Jetzt haben wir fast 20 Quaderbeeren. Das heißt, wir haben fast 40. Das heißt, wir haben genug. Dann kann ich mich ja schon mal auf den Weg machen. Aber vorher nehme ich noch das hier an. Von Odig Octis Dingsbums. Habe ich das? Ich glaube schon. Ja, das müsste ich haben. Aber jetzt werde ich erstmal kurz das erste erledigen, bevor ich das mache. Und ihr werdet mir auch nicht glauben, wo einer dieser Gordo-Slimes versteckt ist. Also wenn ihr das Spiel gespielt habt, wisst ihr es schon, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss nämlich einfach hier hoch und dann hier runter. Wie bin ich da nicht früher drauf gekommen? Dann geht man nämlich hier um die Ecke und schaut mal, was man hier findet. Hallo, mein Freund. Hier, fress erstmal die Früchte. Gibt jetzt erstmal alles, dass ich so viele Quaderbeeren wie möglich behalten kann. Weil ich brauche die noch für eine andere Mission, weißt du? So, schauen wir mal, ob es reicht. Ja, sehr gut, es reicht. Und er platzt. Da ist der nächste Schlüssel. Sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, was ich überhaupt mit dem Schlüssel jetzt als nächstes öffnen soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall. So, mit euch will ich gar nicht so viel anfangen. Das habe ich mir noch nicht gekauft. Das machen wir als nächstes. Aber mit euch kann ich auch nichts anfangen. Egal. So, damit ist das erste abgeschlossen und wir können uns hier unten kurz umgucken, weil hier waren wir noch gar nicht. Was ist das hier? Und wieso sind hier aggressive? Oh mein Gott, das sieht ja gar nicht angenehm aus. Was ist das? Wieso kenne ich das hier nicht? Wieso kenne ich dieses Gebiet? Da ist ein Schlüssel. What? Hä, hey, warte mal, wo kommt dieses Gebiet denn her? Wieso kenne ich dieses Gebiet nicht? Wo ist das? Hä? Das ist hier oben? Hier oben ist auch noch ein Gebiet? Ich fühle mich so verarscht. Wo kommt das her? Ja gut, dann wissen wir wenigstens, welchen Schlüssel wir als erstes öffnen werden. Würde ich zumindest sagen. Öffnen wir doch gleich mal diese wundervolle Tür. Sieht doch schon mal gut aus. Und was erwartet uns jetzt hier, ist die Frage. Ein neues Gebiet, was recht standardmäßig aussieht. Irgendwie. Ich hoffe, es hat sich jetzt gelohnt, hier auch zu öffnen. Ich meine, öffnen muss ich ja sowieso alles, aber... Och nein, das ist nur eine Abkürzung. Oh wow, ist das unspektakulär. War das ein Time Waste? Das bringt mir hier nicht mal mehr was. Ja, schade. Waren wir da drüben eigentlich schon? Was zum Teufel? Ich werde jetzt mal kurz raustappen und gucken, wo wir jetzt als nächstes hingehen können. Wenn ich jetzt wüsste, was ich alles habe und was nicht, ne? Den da habe ich auf jeden Fall noch nicht. Den könnte ich jetzt als erstes angehen. Also ihr seht gerade gar nichts, aber ich... Ne? Hier oben befindet sich nämlich noch ein Gordo. Aber den haben wir ja scheinbar schon. Sonst könnten wir nämlich nicht hier hoch. Was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend finde, ist, habe ich hier von den Gebieten einfach noch nicht die Maps freigeschalten? Ich weiß es nicht. Was ist das denn jetzt hier? Was bist du denn jetzt für eine Welt? Ich bin so verwirrt. Naja gut, ich weiß unser nächstes Ziel auf jeden Fall. Dann geben wir jetzt hier erstmal 7 Quaderbeeren ab. Was ich mit dem Kollegen hier anfangen soll, weiß ich bis heute noch nicht. Wait a minute, wo geht das nochmal hin? Wo bin ich denn jetzt hier auf einmal? Mochis Gutshaus? Wieso wusste ich nicht, dass das schon existiert? Ich habe das schon freigeschalten die ganze Zeit. Was? 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 Das wusste ich nicht. Hallo. Also, hast du dich endlich entschieden aufzutauchen? Nachdem uns bereits die Zeit ausgeht, komme ich gleich zum Punkt. Du stehst auf einem meiner vielen Anwesen, Weird Flex, am Rande des flinken Tals, welche die einzige bekannte Heimat der äußerst seltenen Quecksilber-Slimes ist. Und alles, was du siehst, ist in meinem Besitz. Nochmal Weird Flex. Was bedeutet, dass ich allein von dem Quecksilber-Plots profitiere, die im flinken Tal produziert werden? Fantastisch, ich weiß. Quecksilber-Plots zu ernten ist sehr schwierig und nur höchstens geschickte Profi-Ranger wie ich bekommen das hin. Aber ich bin extremst beschäftigt, weil ich eine Range zu verwalten habe, sowie Unmengen des Miles-Technik-Geschäfts auf der Erde zu leiten habe. Also musst du da für mich rein und es für mich erledigen. Natürlich wirst du entschädigt. Wir wollen ja schließlich, dass du eine glückliche Arbeitsbiene bist. Okay. Es klingt voll komplett. Was zum Teufel eine Waffe? Ich habe jetzt auf einmal eine Waffe? Es ist so kompliziert. Ich habe auch meinen kompletten Inventar irgendwie verloren. Ja, gehen wir einfach mal hier durch, würde ich sagen. Und jetzt drücke ich hier. 3, 2. Und jetzt geht's los, oder wie? Und jetzt ist Strom. Okay, und jetzt muss ich irgendwie die Quecksilberviecher finden, ne? Oder was geht ab? Okay, warte mal. Und wie fresse ich die? Wie fütter ich die? Wie gebe ich denen Essen? Friss.
Ah, okay, warte, ich verstehe. Man muss die so aufladen. Okay, ich verstehe. Und die kommen so rausgeschossen und ich muss die einfach abschießen. Das klingt nach einem spaßigen Auftrag. Muss mir noch mehr von den Dingern holen. Und wie viel Zeit habe ich? Noch 30 Sekunden nur noch. Okay, ich habe noch ein bisschen abgeschossen. Da hinten kommen neue. Die muss ich einfach abschießen. Die sind einfach kleine Rennroboter. Einfach hier hinstellen und die abschießen. Okay, und ich krieg die Dinger werden automatisch eingesammelt, by the way. Ich muss mir da deswegen keine Sorgen machen. Das ist aber spaßig, muss ich zugeben. Die ein bisschen abschießen. Mein Aim ist zwar nicht das Beste, aber mein Aim ist ja nie das Beste. 5 Sekunden noch. Jetzt habe ich keine Ladung mehr. Okay, vorbei. Ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Es geht wahrscheinlich besser, aber es ist ein guter Anfang, I guess. Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Ich bin jetzt auf ewig hier drin gefangen, ich sehe schon. Ah, da geht's zurück. Let's go! Und dann kann ich jetzt hier den Plot reinfeuern. So, den ganzen Plot ist jetzt reingefeuert und wir haben richtig viel Geld gemacht. Und bei 150 Plot kriegen wir dann so ein komisches Ding. Okay. Dann gehen wir mal zurück, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, schließen wir auch mal dem seinen Auftrag ab. Dankeschön. Richtig viele Hühner. Finde ich gut. Ich würde mir jetzt mal die Sprinterstiefel holen, dass wir mal besser sprinten können. Und auch gleich mal das Energiemodul, dass wir länger sprinten können. Dann ein schönes Herzmodul, dass wir mehr Leben haben. Die Schockwelle, dass wir eine Schockwelle generieren können, die Slimes wegstößt. Ein Wassertank wäre auch mal ganz wichtig. Und jetzt sind wir erstmal geldlos. Und jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, sich wieder an die Früchte zu machen. Wir brauchen nämlich wieder mal 50 Früchte für den nächsten. Ich hole jetzt mal mit dem Geld bei dem hier alle möglichen Upgrades. Wir müssen jetzt für den nächsten Slime hier hin. Glaubt ihr, ich finde das? Ich glaube nämlich nicht. Wobei eigentlich das nicht so kompliziert ist, ne? Aber jetzt noch ein bisschen warten müssen, bis unsere Früchte gewachsen sind. Gibt es noch ein was ich mir gerne anschauen würde? Und zwar gibt es noch einen Gordo, für den wir 50 Gemüse brauchen. Und den finden wir ja locker. Oder besser gesagt, können wir das locker finanzieren. Der befindet sich nämlich angeblich hier oben. Das heißt ja, jetzt nur wieder rausfinden, wie ich da hochkomme und dann geht das. Dann sammeln wir uns jetzt erstmal unsere 50 Gemüse zusammen. So, ich bin jetzt hier. Das heißt, wenn ich hier lang laufe, bin ich richtig. Sehr gut. Ich habe gerade schon wieder was Neues entdeckt. Was ist das hier? Digga, wer bist du denn jetzt auf einmal? Dich hatte ich nicht geplant zu finden, ne? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ist auch kein Platz im Inventar dafür. Okay, dann muss ich die ganze Sache wohl anders angehen. Wieso weiß ich aber, dass hier oben was ist, wenn ich nicht mal den Slime dafür freigeschaltet habe? Ach halt, warte, den kann ich doch machen. Für den brauche ich nämlich auch nur 50 Gemüse. Okay, so, wir haben ihn voll. Dann kann der jetzt platzen, dankeschön. Jetzt habe ich natürlich nicht Gemüse dabei für die nächste Gruppe von Viechern, aber okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durchs Portal durch und landen jetzt hier, was eine neue Insel ist. Das ist diese Insel hier, die wollte ich die ganze Zeit schon besuchen. Ich dachte, die hätte ich schon längst freigeschalten. Scheinbar nicht. Und hier gibt es auch nochmal eine neue Slime-Sorte. Schaut euch das an. Kristall-Slimes. Interessant. Du siehst cool aus. Autsch. Dinger machen echt viel Schaden. Und hier drüben ist das, wieso ich hierher kommen wollte. Ein weiterer riesiger Gordo. Ich würde mit allem, was ich habe, aber ich habe nicht genug. Guck einfach mal, ob ich auf der Insel noch genug finde. Alter, die Dinger sehen richtig cool aus, kann man nichts sagen. Oh Gott, wer bist du denn da unten? Warte, ich rette euch. Ich rette euch. Let's go. Es reicht so, klappt nicht. Ich werde jetzt hier noch diese eine Frucht finden oder so, was ich noch brauche. Gemüse, sorry. Kann ich euch wässern, dass ihr schneller wächst? So, das muss jetzt aber reichen. Eine verzwickte Zwiebel, 5 Ockers. Let's go. Und der nächste platzt. Wir holen uns hier den Schlüssel. Gehen hier nach unten, zerstören noch die Kiste, was ist hier drin? Nichts Besonderes. Nehmen uns die ganzen Kristall-Slimes noch mit, weil die kann man gebrauchen. Mit was will ich die fusionieren, ist die Frage. Da findet sich auf jeden Fall was. Dann würde ich sagen, ist unsere Mission hier geschafft und wir gehen mal zurück. Kann ich dich mit Wasser bekämpfen? So, du bist ein wilder Slime. Ich mag dich nicht. Du kannst mich beißen, während ich dich... Du bist zu fett. Tschüssi. Dann können wir nämlich das hier gleich zum Kristallgehege machen. Verbessern das Gehege auch gleich mal. Ich werde, glaube ich, eine Blau-Kristall-Mischung draus machen. Das sieht sehr schmerzhaft da drin aus. Ich weiß nicht, ob ich da drin leben wollen würde. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld mit den Plots hier machen. So, dann gibt es für euch nochmal hier Plots zum Fressen. Aber auch nicht zu viele, sonst wird das Ding da drin ein bisschen eng. Und mit den 5400, die ich jetzt habe, werde ich mir jetzt mal den Schatzknacker kaufen. Den Tankboost auch noch mit dazu. Und den Düsenantrieb hole ich mir das nächste Mal. Problem ist, wenn hier so viele frei rumlaufen, werden die sehr schnell sich wahrscheinlich fusionieren. Das ist ein Problem. So, und jetzt hole ich mir noch schnell den Düsenantrieb. Jetzt habe ich mal alle Upgrades. Jetzt muss ich mal einen Blick auf meine Karte auf jeden Fall gleich mal werfen. Also mir fehlen gar nicht mehr so viele. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal auf die 50 Früchte und holen uns noch einmal den Honigslime, den Honiggordo. Vergesst auch die ganze Zeit, dass wir hier unten ja noch ein Gebiet freigeschaltet haben, aber das bringt mir bis jetzt ja noch gar nichts. Also, wir sind jetzt hier. Wir müssen nach links. Und irgendwo hier müsste er sein. Frage ist nur, wo suche ich nach ihm? Ah, da suche ich nach ihm. Hab ihn gefunden, ne? Hallöchen, mein Freund. Papa, Papa habe ich für dich. Und er ist schon bereit zum Platzen. Let's go. Will ich euch mitnehmen? Nein, will ich nicht. Gib mir mal den Schlüssel, bitte. Dankeschön. Das heißt, wir haben jetzt noch einen hier oben. Oh, wow, da müsste ich darüber fliegen. Ich habe jetzt nicht viel dabei. Ist es mir das wert? I mean, no risk, no fun, I guess. Und das hat ja ziemlich simpel sogar funktioniert. Okay, neues Gebiet für uns. Hier waren wir noch nicht. Bis jetzt aber auch noch nichts Neues, außer dass es hier sehr schön aussieht. Ich denke, ich müsste jetzt eigentlich auf dem Weg 50 Hühner sammeln. Ich glaube, das wird nichts. Hier oben ist auf jeden Fall unsere erste Kiste, die wir mal knacken können. Let's go. Schauen wir mal, was da so drin sein wird. Auch wenn ich eigentlich gerade gar keinen Platz habe im Inventar. Was bist du denn? Honig? Wilder Honig. Okay. Was bist du? Ja, ich muss zugeben, royales Gelee. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das mit dem Hühnern wird jetzt erstmal nicht. Dann öffnen wir hier noch eine zweite Kiste, würde ich sagen. Und schauen, was hier rauskommt. Einen Bauplan erhalten für eine orangene Lampe. Okay. I guess, danke. Ja, das hat sich gereimt.
Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, versuchen irgendwie 50 Hühner ranzubekommen, was schwer genug wird. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Das sollte auf jeden Fall unser letztes Ziel für heute noch werden. Ich glaube, mit dem Honig und dem Zeug hier, das können wir, glaube ich, hier rein tun, kann das sein. Wir können schon wieder ganz neue Sachen bauen, sehe ich gerade. Die Zähmungsglocke könnten wir lernen und die ganzen Teleporter könnten wir lernen. Wir haben viel zu wenig Zeug. Dafür bräuchte ich davon mehr. Ich glaube, wir werden nächste Folge eine Technologiefolge machen. Ah, hier geht's nach unten. Hier war ich ja noch nie. Das ist ja alles... Oh mein Gott. Das ist alles so verzwickt hier. Oh, das sind Jäger-Slime-Mischungen. Ihr könnt euch damit auch denken, welche Art von Slime-Gordo wir jetzt hier finden werden. Ich müsste hier fast richtig sein. Alter, das ist alles ein Herzinfarkt-Moment hier gerade. Bitte sag mir, ich finde den jetzt gleich mal. Ich sage euch, mit 60 Hühnern hier sich zu bewegen, ist echt unangenehm. Jetzt bin ich hier falsch. Oh, ich habe ihn gefunden, glaube ich. Ja, ich habe ihn gefunden. Schaut mal hier oben. Schaut ihn euch an, wie er sich hier versteckt. Du kleiner Drecksack. Friss alle Göckel. Ist ganz schön groß, ne? Du brauchst auch ganz schön viel zu essen. Hoffentlich bist du gleich mal satt. Und wir haben's. Let's go. Und Boots. Nächster Schlüssel. Ein Haufen Jäger-Slimes. Die würde ich sogar mal alle mitnehmen. Am liebsten. Nachdem wir noch nicht so viele Jäger-Slimes haben. Sind zwar sehr schwer zu halten, aber man beschwert sich nicht, ne? Summwachstum. Was zum Teufel ist Summwachstum? Slime-Fossil. Komische Sachen. Okay, aber dann damit sind wir jetzt hier fertig. Und ich bringe jetzt die Sachen nach Hause. Und jetzt sagen, dann suchen wir uns noch drei Schlüssel. Oder besser gesagt drei Tore, wo wir die Schlüssel einsetzen können. Dann sind wir für heute fertig. Ich würde jetzt nur gerne nach Hause kommen, ohne zu sterben. Eine Ewigkeit später. Oh, zum Glück. Wir haben es schön nach Hause geschafft. So, dann tun wir die Flossilien und den Summwachs hier mal rein. Kaufen hier mal ein neues Gehege. So, und jetzt, wo die Viecher noch ein wunderschönes Gehege haben, können wir uns auf die Suche nach Slime-Toren machen. Hier in dieser Gegend sind auch nochmal Gordos versteckt. Die werden wir uns aber nicht heute vornehmen. Und ich sehe hier gerade was. Oh mein Gott, wir haben eine Karte freigeschalten. Ist das schön. Okay, wir sind angekommen. Hier ist die Schleimtür. Die werden wir jetzt öffnen. Und uns erwartet eine neue Welt. Eine sehr interessante Welt, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn jetzt hier? Hier sieht so aus, als bräuchten wir Plorts. Machen wir das mal schnell. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber ist mir auch egal. Ich glaube, ich brauche jetzt 5 Früchte. Das kriegen wir hin. Ich habe hier hinten eine Schatzdings gefunden. Die öffnen wir mal. Kriegen wir da jetzt raus. Saftiges, was? Ein Bauplan? Saftiges Grasflecken. Okay. Das hat jetzt viel zu lange gedauert, wieder hierher zu kommen. Ich habe mich nämlich verlaufen, bin dann gestorben, musste alle Sachen nochmal neu farmen schnell und bin jetzt erst wieder hier. Ist das schlimm? Also, meine Freunde des Quantenplots. Ich hoffe, das stimmt jetzt hier. Chris, 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 hier und die Nummer 5. Let's go! Was ist das? Sieht aus wie ein riesiges Portal. Lauf mir durch. Ui, wo sind wir denn jetzt? Glaswüste. Und eine Errungenschaft bekommen? Und, oh, und ich kann hier einfach wieder durch. Okay, dann kann ich auch wieder durch. Ja, ich kann ja auch einfach wieder durch. Okay. Interessant auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das war's jetzt mit dieser Folge von Slime Ranger. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert gerne den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut doch rein. Und tschüss.